Ethan, was hast du getan? Ich tat, was ich tun musste. Ich habe mich befreit. Ich habe uns alle befreit von dir. Von deinen Regeln. Ethan, nicht. Ich nehme mir, was du mir verweigert hast. Du gabst sie einem Fremden, aber mir wolltest du sie nicht geben! Ich bin dein Fleisch und Blut. Es war Gottes Wille. Du kennst Gottes Willen nicht! Ich wollte dich beschützen, mein Sohn! Sie schmeckt so süß. Seine Seele ist nicht rein. Halte ihn auf, bitte.
Ethan? Nein. Vater. Vater. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich habe solche Angst. Ich weiß so. Kannst du mir vergeben? Sein einziger Fehler war, dass er mein Sohn war. Krieg ich keine. Du kennst die Antwort. Aber ich will stark sein wie du, Vater. Diese Gabe ist sehr gefährlich. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, Ethan. Und was, wenn ich größer bin? Auch dann nicht. Aber warum? Ich will eine. Weil es nicht Gottes Plan ist. Verstehst du mich, Sohn? Du bist ein alter Mann. Wenn du stirbst, dann nehme ich sie mir. Ich dachte, ich verstünde Gottes Plan. Ich dachte, er wollte, dass ich ein neues Eden errichte. Aber ich bin nicht sein Hirte. Du bist es. Meine Seele ist ein Krebsgespür. Ich bin ein Monster. Und ich verbreite nichts als Schmerz und Tod im Namen Gottes. Meine Familie ist Asche. Eden ist Staub. Es gibt keine Erlösung. Keine Entzündung. Es gibt nur die Gerechtigkeit durch Gottes Hand. Beende diesen Kreislauf. Vollstrecke Gottes Urteil. Erlöse mich. Erlöse mich.
Ja.